Absolut. Ja? Natürlich. Das hoffe ich doch. Ich freue mich auf die 2 Stunden. Die nächsten 2 Stunden sind wir also für Sie da. So, und damit schauen wir auf die aktuellen Themen, die uns heute beschäftigen werden und die die Welt und Deutschland bewegt haben. Ausnahmezustand in weiten Teilen der Republik wegen Eisregens und der daraus resultierenden Glätte. Auf dem Frankfurter Flughafen herrscht stark eingeschränkter Betrieb. Meteorologen warnen vor kräftigen Schneefällen und Glatteis im Süden, Westen und der Mitte der Bundesrepublik. Hitzige Diskussionen über ein AfD-Verbot. Tausende demonstrierten in Köln dafür. Verfassungsrechtler sind aber skeptisch über einen Erfolg. An einer Online-Petition zur Aberkennung der Verfassungsrechte gegen den Thüringer AfD-Chef Höcke haben sich schon